Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem ersten Playoff-Heimspiel im Audi Dome. Der FC Bayern München unterliegt in einer durchaus turbulenten Partie den Adler Dragons mit 84-92. Es kommt mir schwer über die Lippen, entschuldigen Sie. Ich begrüße die beiden Coaches, Herrn Stefan Koch, den Trainer aus Quakenbrück, und Dirk Bauermann, den Bayern-Coach. Herr Koch, wie zufrieden sind Sie? Relativ zufrieden, ja. Natürlich, wir haben heute ein schweres Auswärtsspiel gewonnen bei einem Kontrahenten, der über sehr viel Ressourcen, sehr viel Qualität verfügt. Und wir haben uns deutlich gesteigert gegenüber der doch enttäuschenden Vorstellung, die wir am Samstag vor eigenem Publikum abgeliefert haben. Und entsprechend ist schon ein gewisses Maß an Zufriedenheit da, ja. Dankeschön. Dirk, dein Fazit bitte. Ja, Glückwunsch an Stefan und seine Mannschaft. Es war zu erwarten, dass sie eine Reaktion zeigen. Das haben sie getan. Wir haben uns sehr schwer getan, in dieses Spiel zu finden. Haben, wie ich finde, sowohl eine hohe Moral als auch eine hohe Qualität in der zweiten Halbzeit unter Beweis gestellt. Das gibt uns Energie und Optimismus für das Spiel am Samstag in Artland. Ich glaube, dass Artland genau weiß, dass sie unter hohem Druck stehen am Samstag, weil wenn sie das Spiel dort nicht gewinnen, dann droht ihnen hier Möglichkeit des Saisonendes. Und insofern muss man abwarten, wie Artland mit dieser neuen Situation, mit dieser Art von Druck zurechtkommt. Ich glaube, dass dieses Spiel für uns kein Beinbruch ist. Schade, natürlich, aber kein Beinbruch. Es ist eine Miniserie jetzt von noch maximal 3 Spielen. Und insofern wird uns das nicht nachhaltig wehtun, sondern jeder von uns, wir als Mannschaft, jeder Einzelne ist gefordert. Und dann geht es am Samstag in Quakenbrück von vorne los. Dankeschön. Ihre Fragen bitte. Hier vorne. An Herrn Koch. Herr Koch, das Schicksal von Holsten und Pibi wird jetzt von den Schiedsrichtern abhängen. Vom Bericht haben Sie schon eine Ahnung, wie das ausfallen wird? Nein, natürlich noch nicht, denn das kann ich nicht absehen, nein. Während der Saison ohne David Holsten auch gespielt, erfolgreich gespielt. Glauben Sie, dass Sie, wenn es zu einer Sperre kommen sollte, trotzdem eine Chance haben gegen den FC Bayern München? Also ich kann noch nicht sagen, ob es zu einer Sperre kommen wird. Wenn es zu einer kommt, werden wir selbstverständlich auch ohne ihn eine Chance haben. Er ist sicherlich ein sehr wichtiger Spieler bei uns und unsere Chancen würden sich dadurch sicherlich eher ein Stück weit reduzieren. Aber an unsere Chance glauben wir immer, ja. Weitere Fragen? Hier vorne. Herr Baumann, Uli Hoeneß hat unten gesagt, er hat bemerkt, der Mannschaft habe in den ersten 3 Vierteln die Aggressivität gefehlt. Sehen Sie das auch so? Oder was ja, ich glaube, da hat er absolut recht. Wir waren am Anfang nicht genügend aggressiv. Wir hatten uns das vorgenommen, aber gut, manchmal laufen die Dinge anders, als man es gerne hätte. Und ich glaube, dass auch dieser Mangel an Aggressivität, an Galligkeit in der Tat Quakenbrück erlaubt hat, offensiv einen Rhythmus zu finden und an ihre Chance zu glauben, hier zu gewinnen. Das wollten wir vermeiden, es ist trotzdem passiert. Wichtig, ich sage das nochmal, war, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit ihr Herz gefunden hat. Sie hat eine große Moral bewiesen und genau diese Moral und genau diese Aggressivität müssen wir in Artland über 40 Minuten aufs Parkett bringen, um dieses Auswärtsspiel zu gewinnen. Sie haben am Ende der ersten Halbzeit selber nochmal das Hallenmikrofon in die Hand genommen und haben zu den Fans gesprochen. Was ist da in Ihnen vorgegangen, dass Sie da nochmal direkt eingegriffen haben? Da ist das in mir vorgegangen, was ich gesagt habe. Nämlich, dass diese Mannschaft 12 aus den letzten 13 Spielen gewonnen hat. Dass wenn man eine moralische und eine basketballerische Qualität hat, wie wir sie haben, dass man jedes Spiel
insbesondere zu Hause natürlich gewinnen kann. Und natürlich wollte ich auch noch einmal sicherstellen, dass wir eine Stimmung in der Halle haben, die den Jungs hilft, aus diesem Loch, das wir uns selber gegraben haben, herauszufinden. Und gut, die zweite Halbzeit war ja dann auch zumindest besser als die erste. Hier hinten ist noch eine Frage. Herr Bauermann, wie können Sie zwei sagen? Können Sie schon was zu der Situation mit Holsten und mit Hamann sagen? Wie haben Sie das gesehen und konnten Sie mit Steffen schon drüber sprechen, was da genau passiert ist? Nein, um ehrlich zu sein, interessiert mich das auch überhaupt nicht. Das ist aus unseren Händen. Wir interessieren uns für Dinge, die wir kontrollieren können. Und wir werden die Dinge analysieren. Unsere Art zu spielen heute in der ersten Halbzeit, das werden wir analysieren. Da werden wir mit der Mannschaft darüber reden. Aber ob es zu einer Sperre kommt und von wem und für wie lange, das ist aus unseren Händen. Das entscheidet ein Gremium aufgrund des Berichtes, den die Schiedsrichter schreiben. Und wir warten genauso wie Stefan ab darauf, was sie entscheiden. Aber einen weiteren Gedanken darauf werden wir nicht verwenden. Weitere Fragen bitte. Hier vorne. Noch eine Frage an den Dirk Bauermann. Sie müssen ja theoretisch davon ausgehen, dass der David Holsten wieder mitspielt im nächsten Spiel, nachdem Sie gesagt haben, es liegt nicht in Ihren Händen. Wie würden Sie denn sportlich gegen ihn agieren wollen, nachdem er ja die Mannschaft ziemlich durcheinander gewirbelt hat in der Abwehr? Ich glaube, er war nicht der Einzige, der uns wehgetan hat heute. Und nochmal, ich habe es am Anfang der Serie gesagt, wenn du eine Mannschaft, die eine ausgewiesen hohe offensive Qualität wie Artland in einen Rhythmus kommen lässt, wenn du ihr Raum zum Atmen gibst, dann können sie dich sehr schlecht aussehen lassen. Und insofern, mein Vater ist ein alter oder war ein alter Fußballer und er hat gesagt, du kannst immer nur so gut spielen, wie es der Gegner zulässt. Und wir haben es zugelassen in der ersten Halbzeit, das darf nicht wieder passieren. Weitere Fragen? Nein? Dann darf ich Ihnen abschließend noch einige Informationen weitergeben. Unser Team spielt am kommenden Samstag um 14 Uhr in Quakenbrück und der Termin für das vierte Spiel hier im Audidome steht jetzt fest. Es findet am kommenden Dienstag, den 15. Mai um 19 Uhr hier im Audidome statt. Folgende Spieler stehen Ihnen gleich in der Mixzone zur Verfügung. Aus Quakenbrück Johannes Strasser und Darren Fenn und von Bayern-Seite Basti Dorit, Chike Foster und Jared Homan. Einen schönen Abend noch, vor allem unseren Gästen einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen, bis spätestens nächsten Dienstag hier. Dankeschön.